Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Wir haben ja noch nicht genug zu tun momentan. Ne? Wir haben den Umzug, die Suche nach dem neuen Hauptquartier. Könnt ihr mich überhaupt hören mit dem ganzen Gewackel hier? Also wir haben relativ viel Stress und dachten uns aber, wir haben noch nicht genug Stress. Also fahren wir nochmal los und zwar heute ins Zentrum des Bluts. Nee, das war ein Horrorfilm, wa? Wir fahren ins Zentrum der Glut, zur DGM nach Fulda 2019. Roadtrip! Ich weiß noch nicht, ob das ein Vlog wird oder was wir da machen, keine Ahnung. Ist für uns das erste Mal, bleibt einfach dran. Zack, wir starten die ganze Reise erstmal mit ein bisschen Energie. Wird zwar teuer, aber nützt ja nichts. So, Tank ist wieder voll. 124 Euro, war ja ein Schnäppchen quasi. Bei den Ölpreisen momentan gar kein Problem. Danke, Greta. Freunde, Wasser ist am Start, Kaugummis habe ich. Wir haben, glaube ich, vor uns ca. 500 Kilometer. Gucken wir aber gleich nochmal. Das Erste, was wir jetzt noch machen, ist, wir holen erstmal den dicken Andi ab. Der sitzt wahrscheinlich schon wieder im Café, schlürft Kaffee und isst Croissant. Da werden wir uns mal kurz dazu gesellen, ne? Bis gleich. Kaffee ist da und Andi, guck mal, da ist er, den, hey. haben wir auch schon gefunden. Wir essen jetzt noch eine Kleinigkeit und dann geht's auf die Straße, Freunde. So, Kaffee ist drin, Baguette ist drin, wir sind auf dem Weg zum Auto. Ich würde sagen, los geht's, Freunde, los geht's. Zack, erste Pause nach nicht mal 45 Minuten oder so. Saskia musste dringend auf Klo. Andi, wo sind wir hier? Kurz vor Köckerchen? Kurz vor Köckern. Ja, wir machen mal ein Köckerchen hier, ne? Also wir machen nichts, wir stehen hier bloß rum, aber Sassi ist auch... Wir gehen den Köckern aufs Klo, da ist es sauber. Hier ist es nicht so schön. Ab nach Köckern, Freunde. Das Navi hat gerade gesagt, 400 und irgendwas Kilometer sind's. Mal gucken, wann wir ankommen. Und rochen geht immer, wa? Sind wir hier alle zu treffen auf der Autobahn? Guckt euch das mal an, Freunde. Der Wagen ist bekannt, oder? Der Klaus! Vielleicht kriegen wir ihn ja noch mal zum Winken. Wir müssen mal schauen, ob das was wird. Er muss auf jeden Fall... Da ist die Queen! Da ist die Queen! Da ist sie! Zack, Freunde! 4,5 Stunden später. Gute Zeit eigentlich. Wir sind angekommen in Fulda. 3G-Hotel. Jetzt werden wir mal einchecken und dann zeige ich euch das Zimmer. Mal gucken, ob das was geworden ist bei unserer Buchung. Wir wissen es noch nicht. Wir haben eingecheckt, sehr, sehr nette Rezeption, sehr hübscher Eingangsbereich, sehr hübsches Hotel. Ich zeige euch jetzt das Zimmer. So, Freunde, wir haben uns kurz frisch gemacht und sind jetzt hier im Kaminzimmer. Auch sehr schön. Guckt euch das mal an. Ja? Andi trinkt schon wieder vor, glaube ich. Also, er will nicht mal mehr Prost sagen. Hochstift-Pilz. Es gibt ein Begrüßungsgetränk. Prost, Freunde. Cheers. Ja, zack. Prost. Zack. Auf ein schönes Wochenende, würde ich sagen. Ne? Natürlich auch auf euch. Wir trinken jetzt aus, dann schnappen wir uns eine Taxe und fahren in die Altstadt, weil wir haben Hunger. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Wir haben es jetzt in zwei Läden probiert, was zu essen zu bekommen. Hier funktioniert aber alles erst irgendwie ab 17.30 Uhr. Jetzt gehen wir dafür aber ins Havanna. Da gibt es wohl gutes Essen und gute Getränke. Perfekt eigentlich für uns. Also, Havanna direkt am Schloss. Aperol ist da. Wir haben es mal wieder ein bisschen übertrieben, glaube ich, mit unserer Bestellung. Aber wir haben auch wirklich Hunger nach der langen Fahrt. Wir lassen es uns jetzt schmecken, ne, Freunde? Wir sehen uns später wieder. Oh, wir haben fertig gegessen, Freunde. War auch alles ganz gut. Also die Flammkuchen waren super. Diese Tortilla-Dinger waren auch gut, waren in Ordnung. Saskia hatte Nachos mit Chili. Das war auch okay. Was ich nicht empfehlen kann, ist Nachos mit Käse hier. Die machen ihre Nachos mit Käse hier mit Scheiblettenkäse. Habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. War jetzt auch nicht so der Shit. Aber es gibt noch Hurricane, die, wie ihr seht, schmecken.
So, Freunde, nach einem kleinen Bummel durch die Altstadt, ist wirklich sehr, sehr schön in Fulda, sind wir im nächsten Laden eingekehrt. Und zwar direkt am Bahnhof ist die Orange Burger Manufaktur. Leider haben wir schon zu viel gegessen für einen Burger, aber es gibt... Zack. Da, ein bisschen Hähnchenspieße und ein paar Mozzarella-Sticks. Und natürlich wieder Aperol und so. Und hier. Also ist wirklich schön. Ich probiere jetzt nochmal eins für euch hier. Zack. Ist gut. Letzte Station des heutigen Abends. Kultkneipe Krokodil. Könnt ihr das sehen? Also Kultkneipe in Fulda. Voraussichtlich letzter Laden heute. Ich hoffe doch stark, sonst kommen wir morgen überhaupt nicht mehr zurecht. Hier, zack. Team Aperol ist auch noch dabei. Mal gucken, was wir noch machen heute. Aber ich glaube, langsam ist auch mal gut. Ne? Wir wollen ja morgen fit sein. In der Glut. Zurück im Hotel, im Kaminzimmer. Hier, da ist es. War ein wunderschöner Tag heute. War ein bisschen lang. War feucht fröhlich und wir müssen jetzt früh ins Bett, damit wir auch morgen noch fit sind für die DGM. Also wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. Wunderschönen guten Morgen, Freunde. Es ist Samstag. DGM 2019 ist da. Wir haben gut geschlafen, würde ich sagen. Gestern war ja ein bisschen lang und feucht fröhlich, aber uns geht's den Umständen entsprechend gut. Das Wetter ist momentan noch schlecht. Es nieselt ein bisschen, aber es soll ab 11 Uhr aufhören. Also wir drücken mal alle schön die Thumbs, ne? Daumen drücken. Jetzt geht's erstmal zum Frühstück. So, Andi, kommen wir im Frühstücksraum. Ist sehr schön hier. Frühstück sieht auch... Ja, kann man mal machen, oder? Hier ist alles dabei, was man braucht. Wir suchen nur noch Latte Macchiato Gläser. Davon sind ein bisschen wenig da. Aber Andi hat gut geschlafen, hat er gesagt. Ne? Senile Bettflucht ist da. Jetzt gibt's erstmal Bacon. Frühstück. Zack, wir haben unser Frühstück genossen und aufgegessen. War wirklich in Ordnung. Jetzt kurze Raucherpause hier nochmal vorm Hotel. Ist nicht besonders viel los hier, aber das Wetter wird schon besser. Wir ziehen uns jetzt nochmal kurz in unsere Gemächer zurück und dann denke ich gegen 12.01 Uhr werden wir auf der Messe aufschlagen. Bis gleich. Wir sind startklar, Freunde. Unser Taxi, zack, ist gerade angekommen. Wir warten noch auf Andi und dann geht's los auf die Messe. Freunde, wir sind angekommen auf dem Messegelände 2019 Deutsche Grillmeisterschaft. Es ist schon brutal voll hier. Erstmal gucken, ne? Wir brauchen Bier. Ganz, ganz schnell. So, Freunde, und den ersten guten Mann haben wir schon gefunden. Oder die ersten zwei guten Männer. Ja, hier. Stellt euch mal kurz vor. Ich bin der Norman. Ja. Ich bin der Lars von Holzdesign Reinicke. Genau, Holzdesign Reinicke, Freunde. Die besten Bretter auf dem Markt momentan. Auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr hier seid oder mal im Internet. Ne? Bis später. Ist das so eine von diesen elektrischen Zigaretten, oder? Die elektrischen Zigaretten, ja. Die sind aber zum Grillen am besten geeignet eigentlich. So, den Herrn kennt ihr hier auf jeden Fall. Der macht hier schon ein bisschen Party. Was grillst du denn heute noch Schönes? So, komm mal mit. Geiles Girlsticks, oder? Das sieht schon mal sehr, sehr geil aus auf jeden Fall. Mit großem Flammeffekt. So, und Klaus kann was, ne? Klaus kann was. Mit Feuer spielen. So, also ihr seht, Klaus ist hier auf jeden Fall deutlich aktiv. Es gibt Skirt mit viel, viel Feuer. Eine sehr schöne Geschichte. Echte Flamme, Bobby? Echte Fettflamme? Echte Fettflamme? Sowas gibt's doch gar nicht mehr. Aber wenn ich viele Videos angucke, einer ganz wild ist. Und was da von den Grills kommt, du weißt. Wisst ihr, wie Michi ist? Für die Show. Für die Show. Aber sowas, Freunde, geht auch nur auf dem Broil King, ne? Auf anderen Grills funktioniert sowas überhaupt nicht. Aber er gibt sich wenigstens immer Mühe. Ja. Okay, wenn es nicht gefällt, den mache ich oben selbst der Kopf. Ja.
So, also ihr habt gesehen, der Klaus ist fleißig am Grillen da am Stand. Es ist auch brutal voll hier. Für uns wirklich so viele Eindrücke, so viele neue Leute. Es ist eine Reise wert. Also Fulda, immer eine Reise wert. Mal gucken, was ich euch heute noch zeigen kann. Aber ich bin mir nicht sicher, wie lange wir heute wirklich durchhalten. So, guck mal, Freunde, wen ich jetzt hier gefunden habe. Na, wer kennt den jungen Mann hier? Hi. Wer kennt den? Ist der liebe Pitt von Grill and Chill Barbecue and Lifestyle. Genau. Großer, du bist ja schon öfter hier gewesen, ne? Für uns das erste Mal. Jo. Wie findest du die Nummer hier heute? Klassenzusammenkunft. Barbecue, Freunde, Spaß, Trinken, Essen. Was will man mehr, ne? Richtig, Party on eigentlich in Fulda. Party on, Freunde. Kommt unbedingt mal vorbei. So sollte es sein. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter und gucken mal, wen wir hier noch treffen heute. Und für das erste T-Shirt von mir, was ich am heutigen Tage gesehen habe, da gibt es auch gleich nochmal auf jeden Fall für den jungen Mann ein kleines Geschenk. Da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ja, du kannst gleich mal stehen bleiben. Ja, das so, für das erste T-Shirt heute, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass wir dich mal filmen. Ja, klar, das erste T-Shirt, was ich von mir sehe, verdient heute eine Matte. Das ist nett. Vielen Dank. Wer bist du? Der Robert. Ich habe gestern geschrieben, ich habe gestern einen Pudded Pork gemacht. Du bist es. Ich bin es. Siehst du, die Welt ist so, die haben so viele Leute hier heute. Also er hat sich auf jeden Fall die Matte verdient, Freunde. Ne? Vielen Dank. Zack, nach dem gefühlt achten Bier heute das erste Mal etwas in den Magen kriegen. Pulled Pork Burger. Pulled Pork Burger mit Käse vom Stand hier. Schmeckt, Freunde. So kann es weitergehen. So, also Freunde, der Planet brennt. Es ist wirklich brutal heiß hier. Wir brauchen deutlich mehr zu trinken. Zack, und den nächsten, den wir gefunden haben. Guck mal, Freunde, den kennt ihr hier, oder? Das ist der Valentin von Valentin TV. Schöne Sache, ne? Wen man hier alles so trifft heute. Was sagst du zu DGM dieses Jahr? Ich bin das erste Mal dabei oder ich bin das erste Mal hier. Wie und wir? Ich bin sowieso begeistert, weil es gibt hier so viel zu sehen, viele Stände und viele Leute, die man trifft und Gleichgesinnte. Und ich finde das immer klasse, wenn so viele Gleichgesinnte auf einen Haufen sind. Es ist wie, das ist der Weltfrieden. Ja, ist wirklich. Es ist wie, ein bisschen wie Klassentreffen hier eigentlich, so Familienausflug. Lauter nette Menschen. Also Fulda ist immer eine Reise wert, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja? Ich dir auch. Jungs, wen haben wir hier gefunden? Hi, der Andi von AJ Barbecue, grüß euch. AJ Barbecue, der Allgäu-Griller. Allgäu-Griller, genau. Und das Team. Und das Team. Und das Team. Einmal winken bitte, genau. Was hältst du vom, also dein erster Eindruck von der DGM 2019? Super, super Veranstaltung, tolle Menschen, viele Blocker, viele leckere, neue Sachen. Fällt mir sehr gut. Sehr schön. Also kann man nur jedem empfehlen, hier mal vorbeizukommen. Super. Also ihr habt es gehört, ne? Sagt ja eigentlich jeder das Gleiche hier. Da ist eine geile Nummer, Fulda. So, und der nächste Kandidat auf meiner Liste, Freunde, guck mal, den kennt ihr auch, oder? Moin. Der liebe Rolf von Westmünsterland Barbecue. Westmünsterland Barbecue. Genau. Was sagst du zu DGM 2019? Erster Eindruck. Also der erste Eindruck ist, es ist deutlich besser als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir ja alle ziemlich hohe Temperaturen. War zu heiß. War viel zu heiß und heute oder dieses Jahr ist es deutlich besser und man merkt, es ist wesentlich voller. Gestern war hier schöne Party, auch bei uns am Broil King Stand, war echt super. Da konnte ich leider nicht teilnehmen, Freunde, ich habe mir in Fulda abgeschossen, aber ich wäre gern gekommen eigentlich. Ja. Der Mensch ist in Fulda, wenn wir hier auf DGM feiern. Immer so, wie man es nicht gebrauchen kann. Ja, nee. Genau. Aber wir sind uns einig, ist sehr, sehr schön heute. Ja, definitiv. Super. Also Stimmung ist gut. Ich weiß nicht, ob du schon mal das Ding rumgehalten hast hier und guckst, was bei uns am Stand los ist oder zeigst, was bei uns am Stand los ist. Es ist massiv voll, das kann ich euch sagen. Das kann ich euch sagen, genau. Massiv voll. Super, vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Und Freunde, nicht vergessen, abonnieren. Ne? Abonnieren. Ja, nicht vergessen. Westmünsterland Barbecue. Danke. Schönes Wochenende für dich. Dir auch. So, und wieder einen von meiner Liste gefunden. Guck mal hier. Zack, der liebe Markus von, kann man das hier sehen?
0815 Barbecue. Den kennt er aber sicher. Mein Lieber, wie ist dein erster Eindruck zur DGM 2019? Ja, super. Ich sag mal, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es so brandheiß war, ist jetzt temperaturmäßig sehr gut auszuhalten. Es ist schön warm, es ist trocken und es sind richtig viele Leute hier. Also, ja, positiv. Also eigentlich sagt ja jeder das Gleiche. Ne? Das Ding hier wird immer besser von Jahr zu Jahr und wir haben dieses Jahr echt Glück mit dem Wetter. Also wir können uns nicht beschweren, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Viele nette Menschen, viel Fleisch auf dem Grill, viele tolle Sachen, die man sich angucken kann. Bist du morgen nochmal hier? Ja, ich bin morgen nochmal. Okay. Also einer von denen, die es geschafft haben, morgen auch noch zu bleiben, wir leider nicht. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und vielen Dank. Dankeschön. Zack, und wieder einer auf meiner Liste. Guck mal, den hier kennt er. Gute Red Style Cooking, der liebe Daniel. Daniel, ja. Was sagst du zur DGM 2019, der erste Eindruck? Ich sag mal so, größer, besser, leckerer. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, gell? Alle Superlative sind vereint hier. Fulda ist immer eine Reise wert, Freunde. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schön. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ja, ich dir auch. Bis morgen auch nochmal da, oder? Auf jeden Fall. Ja, also auch Sonntag könnt ihr kommen, Freunde. Sonntag kommen. Unbedingt. Was ein Trink. Konfetti-Regen. In meinen Kaffee. Ja. So, und der nächste auf meiner Wunschliste hier. Wir haben hier wieder jemanden gefunden. Ja, der Obergeil. Den haben wir schon gesehen. Guck mal, was hier alles noch vorbeiläuft. Ist er? Nee, den hier. Ja, wir haben ihn schon mal gesehen. Klaus, ganz kurz von dir. Dein Eindruck DGM 2019, der erste. Na, vier Buchstaben, mega. Mega, mega. Wetter passt. Besser als letztes Jahr, habe ich schon gehört, ein paar Mal. Ne? Ja, letztes Jahr war der 36 Grad. Das war echt eine sportliche Herausforderung. Zumal beim Grillen hat man knappe 70. Und das ist heute so mit knapp runter, haben wir vielleicht noch knappe 40 hinten an den Grills. Für uns als Griller ist das ja Frühlingswetter. Ja, reicht völlig aus. Und Klaus ist auch so schon ein heißer Kerl. Da brauchen wir auch nicht die mega heißen Temperaturen, würde ich sagen. Ne? Das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Doch, ich finde den schon. Ihr wisst doch, dass ich den ein bisschen heiß finde, den Kleinen. Junge. Er ist auch ein kräftiger Junge. Kräftige Jungs am Grill sind mir immer sympathisch. Ja, nehmt euch ein Zimmer. Immer sympathisch. Klaus, bist du morgen nochmal hier? Ja, warte mal. Ja, natürlich. Auch. Bist du morgen auch hier? Nee, ich bin morgen nicht mehr hier. Das ist ja das Problem. So, wir haben keine Zeit. Ja, habt ihr recht. Du hast ja wichtige Projekte, um die dich kümmern. Wir müssen momentan ein bisschen arbeiten und deswegen müssen wir leider zurück. Aber nächstes Jahr bin ich auch Sonntag hier, versprochen. Vielen Dank für deine netten Worte. Ja, immer wieder gerne. Und abonniert 030 Barbecue. Ja, 030 Barbecue. Und Klaus grillt, falls er den noch nicht kennt. Ne? Ja. Und auch AJ, den Allgäu-Griller. Da ist er auch noch. Den haben wir auch noch drauf. Vielen Dank, schönes Wochenende. Mach's gut. Mann, ein bisschen... bisschen Dill mit rein, bisschen Dill, bisschen Koriander. Ja, Koriander ist ein Wort, was auf die Pfeile auch verfallen hat. So, zack, wir haben wieder einen gefunden und zwar hier der Tobi von Tobis Barbecue. Richtig? Ja, der haut sich gerade einen Burger rein von Eat Venture. War richtig, wa? Er schmeckt wohl sehr, sehr gut. Schluck mal runter und sag nur mal kurz bitte deinen ersten Eindruck von der Deutschen Grillmeisterschaft 2019. Mega gut, mega chillig, einfach geil, passt. Reicht eigentlich, oder? Kann man mal machen, Freunde, kann man mal machen. Ja, und die nächsten zwei Kandidaten auf meiner Liste. Guck mal hier. Hi. Könnt ihr die sehen? Ja, bestimmt. Der Gordon und der Manuel von MG Barbecue. So sieht es nämlich aus. Ja, also hier ist wirklich alles vertreten, was Rang und Namen hat heute. Ja. So kann man es eigentlich sagen. Was der rote Teppich fehlt. Die Frage, die ich allen stelle, wie findet ihr den ersten Tag? DGM 2019. Super. Sehr geil. Nicht verregnet, so wie es eigentlich hieß, sondern da kommt die Sonne raus. Und zwar, wenn Engel reisen, dann kommt die Sonne raus. Wer waren jetzt die Engel? Ihr beide, oder was? Ja, aber sicher doch. Ach du Scheiße. Also Freunde, ab sofort ist klar, wenn das die Engel sind, ich möchte diese Richtung kommen. Also ich mag die Jungs wirklich, aber... auf die Ewigkeit, nee, das können wir verzichten. Ihr seid morgen nicht mehr hier? Nein, leider nicht. Also, wenn jemand Sonntag kommt, die beiden werdet ihr nicht mehr sehen. Trotzdem ist die DGM immer eine Reise wert, würde ich sagen. Absolut, auf jeden Fall. Wir lassen das schöne Wetter hier. Genau.
Das muss auf jeden Fall sein. Die Engel, die reißen, lassen das schöne Wetter hier. Das waren super Abschlussworte, würde ich sagen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wünschen wir dir euch auch, ja. Wir euch auch. Dir auch. Freunde, ist auch schon ein bisschen später, ne? Dir euch auch. Ja, MG Barbecue nicht vergessen, abonnieren bitte. Wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir kommen gerade vom Frühstück. Ich habe ganz schön Kopf heute, also wirklich. Tut ganz schön weh. Fulda gestern war Abriss. Wir waren auch noch bis ungefähr 12 Uhr auf dem Gelände, glaube ich. Wann waren wir im Hotel? 12:30 oder sowas? 12:30. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich habe gar nicht so viel gefilmt, wie ich eigentlich filmen wollte. Ich habe euch ja überhaupt nichts gezeigt von Land und doch, und Leute habe ich euch ein paar gezeigt. Aber es war einfach so überkrass, es war riesig voll, so viele geile Leute da, wir haben so viele tolle Gespräche geführt, so viele geile Menschen kennengelernt, nochmal Grüße an euch alle, also es war mir wirklich ein Fest, ich kann aber auch nicht mehr. Wir setzen uns erstmal ins Auto und fahren wieder Richtung Heimat, ne? Ich melde mich bestimmt später nochmal. So, PS-Freunde, ist mal wieder wunderschönes Wetter in Fulda, auch heute am Sonntag, Andi ist auch wieder bei uns, da ist er, warte, da hinten irgendwo. Könnt ihr ihn sehen? Andi, geht's dir besser als mir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Alter Schwede, wir fahren jetzt wieder Richtung Berlin. Nochmal an alle, die mich seit gestern nicht mehr leiden können. Ich kann euch verstehen. Ich kann euch verstehen. So, erste Raucherpause mal wieder in Eichelborn. Wir kommen hier irgendwie nicht weg. Also Eichelborn gefällt Andi auch besonders gut. Eichelborn zieht sich wie ein roter Faden durch unser Leben. Eichelborn für immer. Wir haben gerade mal ein bisschen rekapituliert den gestrigen Tag. Nochmal durch den Kopf gehen lassen wäre das falsche Wort, obwohl das wäre auch nicht schlecht gewesen. Freunde, Fulda war wirklich geil. Wir haben schon eingeplant, glaube ich, für nächstes Jahr werden wir Freitag, Samstag und Sonntag machen, damit wir das mal voll auskosten können und dann mal Fulda abreißen. Nächstes völlig. Mal werden wir auch was essen, nicht nur trinken. Ach so, ja, einziger kleiner Negativpunkt, den wir gestern irgendwie festgestellt haben, war, man kriegt zwar an allen Ständen so kleine Häppchen, aber für erwachsene Männer wie für uns, die brauchen ja ein bisschen mehr. Und uns haben tatsächlich die Foodtrucks gefehlt, also wirklich ein paar Stände, wo man auch noch was zu essen kaufen kann. Es gab so den einen oder anderen guten Burgerstand, Adventure hat was rausgehauen, gab ein bisschen Pommes und so, aber irgendwie zu wenig gefühlt. Zu wenig, ja. Zu wenig. Also wir hätten gerne noch mehr in unserem Mägen reinbekommen. Oder ich muss halt nächstes Jahr mit einem eigenen Grill kommen, ne? Anders können wir es nicht machen. Gut, weiterfahren. Zack, nächster und hoffentlich letzter Zwischenstopp der heutigen Reise. Wir sind in Köckern. Ich verrate euch jetzt nicht, was Andi hier wollte. Andi? Köckern, Freunde. Sehr schön, ich werde mir auch gleich auf die Rückbank verziehen und mal ein bisschen an dem Video hier schneiden. Und dann sehen wir uns nochmal, wenn wir zu Hause sind. Zack, Freunde, 4 Stunden 40 Minuten, gute Zeit. Wir sind wieder im Hauptquartier, also im noch Hauptquartier. Das neue zeige ich euch ja demnächst mal. Ja, was soll ich sagen? Also Fulda war sehr, sehr geil. Leider halt zu kurz für uns. Wir wären gerne noch Sonntag geblieben, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Guckt es euch einfach mal an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Also Fulda, wie 50 Mal gesagt in diesem Video, ist immer eine Reise wert. Freunde, das war's. Wenn es euch gefallen hat, ballert Kommentare. Über ein Like, über ein Abo würde mich freuen. Das war Bobby 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.